hört ihr Leut und lasst euch sagen, es hat nun 12 Uhr geschlagen. Gottes Sohn ist in der Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Schön, dass Sie alle gekommen sind aus den Tiefen des Tales und von den Höhen der Berge aus Remscheid. Sie erleben, in diesen Tagen herrscht Visumsfreiheit. Man darf rauf und runter kommen, wie man will. Herzlich willkommen an den Oberbürgermeister von Remscheid, Herrn Mast-Weiß. Herzlich willkommen auch an Herrn Lind, der den weiten Weg von Berlin nicht gescheut hat. Und Thomas Krings, unser Bezirksbürgermeister, ist auch hier. Man merkt, heute ist Feiertag in jeder Hinsicht, selbst für Weinhändler. Genau. So ist das. Ihnen allen herzlich willkommen hier auf dem Laurentiusplatz. Jesus kommt dieses Jahr wieder auf eine besondere Weise. Martin Heuwold hat eine ganz besondere Graffiti-Krippe in diesem Jahr erschaffen. Der Jesus hängt, ehrlich gesagt, schon auf eine besondere Weise. Aber damit die Fotoleute auch ihr Foto machen können, hältst du bitte noch mal deine Hand dran, gewissermaßen als Hebamme. Frohe Weihnachten. Gottes Zeigefinger. Ja. Oder? Ist das eine schöne Metapher? Machen wir. Dann stehen die vor der Kamera, dann kann keiner mehr was sehen. Das ist ja die Kamera verschieben. Ja. Ich höre euch Menschen und die Zellen. Sonst müssen wir bis zum Schluss. Sonst müssen wir bis zum Schluss warten. So, jetzt kommt meine größte Übung. Wir wollen den König begrüßen mit dem Shofar. Ich habe ein bisschen geübt, aber das ist jedes Jahr die große neue Herausforderung. Sehen Sie? Wenn ich noch eine Viertelstunde weitermache, wird es noch schöner. Das ist doch wieder Rasen nach Holland. Ja, genau. Exakt, genau. So lassen Sie uns beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Im Anfang schuf Gott die Welt, Milliarden Jahre waren vergangen, seit unsere Sonne und die Erde entstanden. Millionen Jahre, seit Leben sich regte auf der Erde und der Mensch ins Dasein trat. Viele Tausende von Jahren, seit Stämme, Völker und Kulturen sich bildeten. 2015 Jahre, seit Abrahams Geburt. 1510 Jahre, seit Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt. 1032 Jahre, seit der Salbung des David zum König. In der 65. Jahrwoche nach Daniels Weissagung. In der 195. Olympiade. 752 Jahre nach der Gründung Roms, im 42. Jahr der Regierung des Octavianus Augustus, da Friede war in der ganzen Welt. Vor 2023 Jahren, da wollte Jesus Christus, ewiger Gott und Sohn des ewigen Vaters, die Welt durch seine rettende Ankunft heiligen.
Er war empfangen vom Heiligen Geist. Und nach 9 Monaten wurde er zu Bethlehem im Lande Juda aus Maria der Jungfrau geboren. Wir feiern die Geburt unseres Herrn Jesus Christus in unserem armen Fleisch. Mit der Ankunft des Jesuskindes hier in der Graffiti-Krippe beginnt Weihnachten in Wuppertal. Dieses Jahr ist die Graffiti-Krippe wieder mal eine ganz besondere. Eine Telefonzelle. Wenn Gott anruft, wollen wir ihn erhören, so heißt es im Psalm. Und der Martin Heuwold hat sich dieses Jahr natürlich überlegt, immer so ein Kind in die Krippe, immer so ein Baby. Ist auch ehrlich gesagt gefährlich. Ich habe heute schon wieder gelesen, Gott kommt als Säugling zur Welt. Ja, verdeck's nochmal, der bleibt aber nicht klein. Der wächst heran, der wird ein Mensch und steigt zum Schluss in den Himmel auf nach seiner Auferstehung. Und jetzt ist er in dem Sinne gar nicht da, aber wir feiern heute natürlich seine Ankunft und auch seine erhoffte Ankunft. Deswegen ist schon in der Bibel darüber nachgedacht worden, in welchen anderen Bildern kann man das darstellen. Und ein Evangelium wird eigentlich morgen am 25.12. am Tag vorgelesen und verkündet. Das ist das Johannesevangelium, das werde ich gleich auch verkünden. Da wird Jesus als das Licht der Welt gepriesen, die Sonne unseres Heils. Und deswegen scheint in dieser Telefonzelle uns Jesus als Sonne entgegen. Seit er in der Krippe zu Bethlehem zur Welt kam, wurde es hell in dieser Welt. Er hat nicht nur Licht in unsere Herzen, sondern vor allen Dingen hoffentlich in unsere Köpfe, unseren Verstand gebracht. Das zeigt uns die Graffiti-Krippe in diesem Jahr. Und warum sie so besonders ist, davon wollen wir gleich im Wort Gottes hören. Aber am Anfang natürlich auch singen, nämlich das Lied Nummer 1, O du Fröhliche. O du Fröhliche, o du Selige, Gnaden bringen Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit. O du Fröhliche, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, und zu versöhnen, freue dich, o Christenheit. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre, freue dich, o Christenheit. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Wie schön wäre es, wenn es in dieser Welt schon so wäre, dass auf seinen Schultern die Herrschaft ruhen würde. Noch haben wir sehr viele Herrscher in dieser Welt, denen es nicht um die Menschen geht, wie unserem Gott, an den wir glauben, sondern denen es um eigene Imperien, Machterweiterung, Machtbestand geht und denen nichts dafür zu schade ist und kein Menschenleben etwas wert ist. Der Gott, an den wir glauben, ist heute herabgestiegen und zur Welt gekommen. Ist arm geworden, klein, um uns groß und stark zu machen. Das ist die Botschaft, die an Weihnachten in die Welt geht. Und diesen Gott wollen wir um sein Erbarmen bitten mit dem Lied Nummer 2. Licht, das uns erschien,
Kind, vor dem wir knien, Herr, erbarme dich. Dem sich der Himmel neigt, dem sich die Erde beugt, Christus, erbarme dich. Glanz der Herrlichkeit, König aller Zeit, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns unsere Schuld nach und führe uns zum ewigen Leben. Nummer 3. Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder und kommet, o kommet, nach Bethlehem. Christus, der Heiland, stieg zu uns hernieder. Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. O sehet die Hirten, heilen von den Herden und suchen das Kind nach des Engels Wort. Gehen wir mit ihnen, Friede soll uns werden. Kommt, lasset uns anbeten, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, ist heute erschienen in unserem Fleisch. Gott ist geboren als ein Kind im Stalle. Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattes wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Jubelt ihr Lande dem Herrn, alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. Jubelt ihr Lande dem Herrn, alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht.
geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er gedachte seiner Huld und seiner Treue zum Haus Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Lande, freut euch, jubelt und singt. Spielt dem Herrn auf der Leier zu lautem Gesang, mit Trompeten und lautem Widerhorn, jauchzt vor dem Herrn, dem König. Jubelt ihr Lande dem Herrn, alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. Lesung aus dem Hebräerbrief. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz des Vaters, der Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter, ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, 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 Halleluja. Aufgeleuchtet ist uns aufs Neue der Tag der Erlösung. Ein großes Licht ist heute auf der Erde erschienen. Kommt ihr Völker und betet an den Herrn, unseren Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Evangelium,
unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Und so ist wieder Weihnachten geworden. Jesus kommt in einem Stall zur Welt. So hören Sie es Land auf, Land ab in den Predigten heute in den Kirchen. Und ich frage mich immer, woher haben die Leute das? Das steht in der Bibel gar nicht. Da steht nichts von Stall. Da steht etwas von einer Krippe, in die er gelegt wurde. Irgendwo hat ein Futtertrog gestanden. Historisch gesehen ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass er in Bethlehem geboren wurde. Heute gehört es zur palästinensischen Autonomiebehörde. Und ich sah gerade im Fernsehen, wie dort Weihnachten gefeiert und man ihn in so einer Trümmerwüste liegt, mit einem Palästinenserschal um. Das ist gut gemeint. Denn überall sterben in diesen Tagen, auch heute an Weihnachten, Menschen. In Gaza, in der Ukraine. Russische junge Männer kommen ums Leben, weil ihr Führer sie in den Tod schickt. Aserbaidschan, Armenien. Und auch in Israel da selbst wird heute sicherlich nicht so Weihnachten gefeiert unter den Christen, die dort leben, wie sonst. Hunderttausende sind auch in Israel auf der Flucht, redet kein Mensch mehr von, weil sie vor den Raketen der Hisbollah und der Hamas fliehen müssen. Was tut der Mensch dem Menschen an Leid an? Und ich singe hier gerade so lockerflockig im Martyrologium im 42. Regierungsjahr des Kaisers Octavianus Augustus, da Friede war in der ganzen Welt. Wann war je Friede? Historisch gesehen wurde Jesus wahrscheinlich in einem Wohnhaus geboren. Die Wohnhäuser damals waren so: unten wohnten die Tiere und auf einer Halbetage drüber die Menschen, im selben Raum übrigens. Oben nannte man auf Griechisch Kalyma, heißt auf Deutsch übersetzt, Sie ahnen es, Herberge. Und unten war halt der Tierbereich, alles in einem Haus. Historisch war Jesus mittendrin. Keine stille und heilige Nacht, da blökten Schafe, da redeten die Menschen. Es war lebendig, aber das Licht Gottes schien woanders. Das Licht Gottes schien interessanterweise nicht in dieser Hütte. Im Lukas-Evangelium heißt es, dass die himmlischen Heerscharen in der Herrlichkeit Gottes auf den Feldern zu Bethlehem vor der Stadt erschienen. Was könnten wir als Kirche daraus lernen? Ich stehe nicht umsonst mit Ihnen hier auf dem Platz. Denn das Licht ist ja mitten in dieser Welt, mitten in unseren Städten, mitten bei den Armen und Reichen, den Dicken, den Dünnen, den Männern, den Frauen, den Juden, den Griechen, den Deutschen, den Arabern, bei all denen, die in unserer Stadt wohnen. Da sollte es hell werden. Aber wie? Wie kann das gelingen? Ich habe eine Reihe von Weihnachtskarten bekommen, wie jedes Jahr. Und jedes Jahr sind die Weihnachtskarten eigenartig politisch. Auf jeder Weihnachtskarte steht in diesem Jahr Friede. Wenn das so einfach wäre. Wir machen das Friedenslicht zu Bethlehem an. Wir schicken Postkarten, tragen Fürbitten, halten hier im sicheren Deutschland Friedensgebete ab, Lichterketten und all das, was wichtig ist, ja. Aber glauben Sie daran, dass so Friede wird auf der Welt? Der Friede entsteht doch nicht, weil wir ihn uns wünschen. Der Friede entsteht doch nicht, weil wir ein Kerzchen anmachen, so wichtig das ist. Das wäre ja magisch, das wäre toll, wenn das so wäre. Der Friede ist der gefesselte Krieg. Der Friede muss errungen werden. Friede kann nur entstehen, wenn Gerechtigkeit ist auf der Erde. Wenn, wie es die Maria im Magnificat singt, die Armen in ihre Rechte gesetzt werden, dadurch, dass die Reichen und die Mächtigen vom Thron gestürzt werden. Das muss einen Ausgleich geben. Wenn Sie mich fragen würden, wie kann Friede da werden, wo jetzt Ungerechtigkeit und Krieg herrscht, ich persönlich bin da sehr ratlos. Ich sehe weder auf der einen noch der anderen Seite oft Verhandlungsbereitschaft, auch nur den Hauch, in Verhandlungen zu treten. Der Ukraine wäre der Friede sofort da, wenn Russland die Waffen strecken würde und sich zurückziehen würde. In Gaza wäre sofort Friede, wenn die Hamas aufgeben würde, die Geiseln freiließe. Da wäre sofort Friede. Ist das realistisch? Was glauben Sie denn? Mit ein paar frommen Wünschen ist das nicht getan. Ich habe keine Antworten darauf. Ich habe nur das harte
ringen, hier in unserer Stadt, dass wir versuchen, hier den Frieden zu bewahren, uns mit den Armen und Schwachen zu solidarisieren. Friede, der fängt, wenn dann hier an, nicht mit frommen Wünschen, sondern mit Taten. Was hat diese Krippe damit zu tun? Ich wollte gar nicht so viel über den Frieden reden. Denn hier drin geht es um eine Sonne. Es geht um das Licht, das uns erschien, von dem der Johannes in seinem Prolog ja sagt, das Licht kam in die Welt, um uns zu erleuchten. Das ist das, was an Weihnachten passiert. Nachdem Matthäus und Lukas ihre dollen romantischen Geschichten geschrieben haben, die wir in Krippen darstellen können, ist der Johannes noch mal 20 Jahre später hingegangen und hat gesagt, ach, das ist alles ziemlich romantisch. Ich muss das Ganze noch mal durchdenken. Und wenn Sie so wollen, ist der Johannes einer der ersten Aufklärer gewesen. Der Aufklärung heißt ja, dass es hell werden soll. Und er schreibt, das Licht ist uns erschienen, um die Herrlichkeit Gottes in die Welt zu bringen. Und wie macht die Herrlichkeit Gottes das? In einem Satz sagt das. Das ist mein Lieblingsweihnachtsevangelium. Vielleicht steht es mal auf meinem Grabstein, ich weiß es noch nicht. Das Wort ward Fleisch und hat unter uns gewohnt. Das war ein harter Satz damals. Das Wort, griechisch der Logos, der Verstand, das Logische. Das Christentum ist gar keine Sache des Herzens, vielleicht auch irgendwie. Es ist noch immer ein Gefühl. Christentum war immer eine Erkenntnisreligion. Die haben sich um Erkenntnis bemüht. Der Logos wird Fleisch. Das Griechische kennt zwei Begriffe für Leiblichkeit. Der eine ist Soma, kennen Sie aus Psychosomatik. Das kann aber auch so geistlich, Astralleib oder sonst irgendwas sein. Der zweite Begriff ist Fleisch, Sarx, materiell. Das ist das, was Sie beim Metzger Kaufmann kriegen, da liegt haufenweise Sarx rum, was Sie heute Abend vielleicht auch essen. Hier steht Sarx. Das Wort Gottes nimmt materielle Gestalt an. Das war ein Skandal, so etwas zu sagen. Kann Gott sich materialisieren? Unser Gott hat's getan. Und sein Wort, das uns erleuchtet, soll jetzt in uns Gestalt annehmen. Das ist die ganze Geschichte an Weihnachten. Denn Jesus, dieser Jesus, ist am Kreuz gestorben, in den Himmel aufgefahren. Und jetzt sollen wir seine Geschichte weitererzählen. Wir sollen dem Wort Gottes neu Fleisch geben, neue Gestalt geben. Die Sonne, die hier drin scheint, ist wie die Sonne im Sommer. Die nehmen sie nämlich in sich auf. Bei dem einen wird die Haut etwas brauner, der andere kriegt vielleicht Sonnenbrand. Wie auch immer, sie reagieren fleischlich, leiblich, körperlich auf diese Sonne. Sie nehmen sie in sich auf und sie zeigen der Welt damit, wo sie waren. Ich bleibe immer ein bisschen blasser, weil die Wuppertaler Sonne macht nicht so braun. Ist aber egal. Sie scheint in unser Herz und der Mensch gibt sie weiter. Das ist an Weihnachten passiert, als das Wort Fleisch wurde und unter uns gewohnt hat. Jetzt werden Sie sagen, aber so ein Jesuskind wäre doch schön gewesen, haben wir ja auch oft gehabt. Dann möchte ich Sie an das Schreiben an die Hebräer erinnern, das ich vorhin verkündet habe. Auf vielerlei Weise und auf vielerlei Art wurde das Wort Gottes verkündet. Diese Graffiti-Krippe in diesem Jahr ist ganz eigener Art. Sie erzählt eine ganz eigene Geschichte, die viel tiefer geht, als dass wir nur nett lächelnd davor stehen und einem Baby ins Antlitz schauen. Das Dumme ist, dieser Jesus blieb kein Baby. Er wurde einer, der streitbar war, einer, der offenkundig nicht nur so nett war, nette Leute schlägt man nicht ans Kreuz. Ans Kreuz gehören die, die entweder was ganz Schlimmes getan haben oder die so herausfordernd waren, dass man sie aus dem Weg schaffen wollte. Dieser Jesus gehört zur zweiten Kategorie. Der hat gestört. Und jetzt ist es an Ihnen und an mir, diese Welt so zu verstören, dass endlich Friede wird hier in Wuppertal, in Nordrhein-Westfalen, in Remscheid auch, in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Wo, wenn nicht hier an dieser Graffiti-Krippe, könnte es anfangen? Der Himmel ist jetzt. Der Auftrag ist, werdet Licht, werdet selbst Licht, strahlt Licht in diese Welt hinaus. Und dass das manchmal nicht ganz ohne Klippen geht, hören wir gleich ganz zum Schluss mit einem besonderen Abschluss der diesjährigen Graffiti-Krippe.
So lasst uns gemeinsam das Gebet beten, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lieber Max, vielen Dank für diese Krippe. War eine wunderbare Idee. Wir haben wie in jedem Jahr lange dran gestrickt, bis endlich die erleuchtende Idee kam. Sie können da gleich reingehen. Sie können mal ans Telefon gehen, mal sehen, ob Sie was hören. Es ist ein Ort der Stille gewesen, inmitten dieses winterzauberlichen Trubels hier. Manchmal spricht Gott zu einem in der Stille, der spricht aber auch, wenn es laut ist. Eigentlich spricht Gott die ganze Zeit. Sie müssen nur auf den richtigen Empfang einstellen. Wenn er ruft, sollten Sie ihn erhören. Hier können Sie es mal versuchen. Sie können sich von dieser Sonne bescheinen lassen. Oben ist sogar ein bisschen LED-Sonne drin, die einen hell machen kann. Auf vielerlei Weise wurde das Wort Gottes verkündet. Wir haben hier in Wuppertal mit dieser wunderbaren Graffiti-Krippe der Himmel ist jetzt, nämlich hier und jetzt, eine neue Weise hinzugeführt. Vielen Dank für die super Idee. Dürfen Sie mal klatschen, genau. Und dann sind in diesem Jahr natürlich eine ganze Reihe von Menschen in die ewige Sonne eingegangen. Einem Menschen möchte ich gleich ganz zum Schluss besonders gedenken, Shane McGowan von The Pogues. Der hat nämlich ein Weihnachtslied geschrieben, Fairy Tale of New York, das hören wir gleich. Wenn Sie den Drang verspüren zu tanzen, tun Sie es gerne. Dieses Lied beschreibt Weihnachten für mich in diesem Jahr auf eine besondere Weise, weil er in seiner Geschichte erzählt, dass er in einer Ausnüchterungszelle sitzt und an seine große Liebe denkt, mit der er sich die ganze Zeit gestritten hat. Aber die Liebe ist noch da. Wenn Sie das heute an Weihnachten erleben würden, vielleicht beim Abendessen, sind Sie dem Jesuskind näher, als wenn ein falscher Friede am Weihnachtstisch herrscht. In diesem Sinne, seien Sie gesegnet. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der allmächtige Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir singen Lied Nummer 6. Zwei Strophen. Hört, es singt und klingt mit Schalle, fürcht euch nicht, ihr Hirten alle. Macht euch auf, geht hin zum Stalle. Gott ward Mensch, das freut euch sehr. Seht, ein Stern ist aufgegangen, denen, die in Nacht gefangen, zu dem Kinde voll Verlangen, ziehen von fern die Könige her. Nehmen wir die vierte Strophe noch. Denn er ist zur Welt gekommen, für die Sünder und die Frommen, hat uns alle angenommen, uns zum Heil und Gott zur Ehre. So lasst uns gehen in seinem Frieden. Ihnen allen frohe und gesegnete Weihnachten. Als Kind des Ruhrgebietes sage ich immer, Glück auf und in diesen Tagen Shalom al Israel, Frieden über Israel. Und jetzt hören wir den, der mit den Engeln gerade folgendes Lied singt.